Was will mir der Autor damit sagen? Aber können wir die auch gleich mitdrehen? Was soll's? Wahrscheinlich komme ich von hier aber nicht nach höher. Nee. Karma-Level? Achso, wie in der Mühle. Ich fürchte, dass wir den Berg von der anderen Seite erklimmen müssen. Denn laut der Karte war das auf der anderen Seite, der... Also, Moment. Hier, bei dem Fluss, dass das da irgendwo nach oben geht. Firmenanleihen. Und von welcher Firma? Kyrati? Oder gibt es die jetzt nicht mehr, weil das ja das Drogenlabor ist, was wir ja zerschlagen haben, dachte ich. Hä? Der hat unter den Stein gefasst. Oh, Schlange. Das war mal eine Schlange. Oder Yagiri-Höhle. Ich spreche das bestimmt immer völlig falsch aus. So, nicht überstürzen. Nicht vom Berg fallen. Ich möchte den Berg rauf und nicht wieder komplett hoch müssen. Was bist du denn? Oh, eine süße Ratte. Wo führst du mich denn hin? Na, hast du einen Schatz für mich? Kannst du ein bisschen schneller laufen? Wenn es um dein Leben geht, bestimmt, oder? Hm. Oh. Ach, ihr trefft euch hier. Macht da Party, ja? Nein? Das sind bestimmt Rassisten, ne? Die wollen dich nicht, weil du weiß bist. Na gut. Dann eben nicht. Also, dann eben nicht, dass du mir den Schatz zeigst. Noch mehr Firmenanleihen. Warum denn auch nicht? Genau deswegen bin ich hierher gekommen, wegen den Firmenanleihen. Ich bin Großunternehmer, ich will einfach nur dieses ganze Land kaufen. Moment. Kann es sein, dass ich mich gerade in eine völlig falsche Richtung bewege? Ja. Kann es. Bin irgendwie schon wieder abgelenkt. Die Ratten waren so süß. So, jetzt nicht zu weit runterfallen. Ist ein bisschen versteckt hier, das Ganze. Alles Geld. Noch mehr Klangschalen.
und eine Kameralinse. So, was hat das Tagebuch denn Neues für mich? Mohan Gales Tagebuch. Schrava 1987. Unsere Zukunft ist ungewiss. Manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, dass ich wünschte, sie wäre nicht schwanger. Doch dann überkommen mich Schuldgefühle. Ich muss mich daran erinnern, dass es eine gute Sache ist. Ich liebe Ishwari und das Kind, das sie trägt. Ich liebe den Gedanken, dass wir bald eine Familie sein werden, aber ich hoffe, dass unser Kind in ein sicheres und wohlhabendes Kyrat geboren wird. Wohlhabend kann ich nicht beurteilen, sicher auf keinen Fall. Ja, finden wir jetzt auf die Schnelle noch den letzten Tagebucheintrag oder machen wir erst einmal die Festung? Ich weiß halt auch nicht, wie weit ich hier reingezoomt haben muss. Oh! Ja, so viel dazu. So. Na, das ist doch super. Wenn wir das jetzt gleich finden. Welche Richtung war es? Hier auf der Insel drüben. War ich am besten mit dem Boot hin. Nein, nein, ich will dir nichts Böses tun. Geh einfach, ich muss sie sonst zerschreddern. Also mit der Schredder schießen. Nein, noch einer. Okay, ich muss die Schredder rausholen. Pff, scheiß aggressive Tiere hier. So entstehen Großwildjäger. Hm. Das muss unter mir sein. Also gibt es wieder irgendeinen Eingang in diese Insel. Moment, das kann ich noch mitnehmen und verkaufen. Dann habe ich es nicht ganz umsonst getötet. Hm, Schmackofatz. Gut, wie komme ich jetzt unter die Insel? Lass mich einfach von dem anderen Nashorn in den Boden stampfen, so tief, dass ich da unten lande. Hey Rüstli, kannst du nicht mal mit Nasi reden und ihm sagen, dass er mich in Ruhe lassen soll? Ihr seid doch vielleicht so ganz entfernt miteinander verwandt, also ganz entfernt. Oder unter Wasser? Das wäre aber sehr weit weg unter Wasser. Oh, da ist ein Alligator. Bloß nicht ins Wasser gehen. Geht niemals baden. Euch erwarten Alligatoren. Weiß ich wieder, warum ich nur im Schwimmbad schwimmen gehe und nie in Gewässern. Was hat er die Markierung weggemacht? Könnte man denn hier unter die Insel kommen? Ich gehe jetzt einmal rum. Muss ja irgendwo ein Hinweis sein. Ocean Breeze Labor. Waren wir auch noch nicht. Nein? Ich mach mal das Plakat weg, ne? Sag mal, was ist denn das hier? Maismehl? Oder Reis? Oder... Oh, hier liegt ja ein Schriebs. Ocean Breeze.
Liebe Kunden, die Mundpropaganda zu Ocean Breeze verbreitet sich schnell. Zu schnell, um genau zu sein. Die letzte Lieferung hat uns unerwünschte Aufmerksamkeit eingebracht. Ich werde mit meinem Labor umziehen und lasse Sie wissen, wo Sie mich finden können. Jay. Aber nicht AJ. Sondern nur Jay. Ocean Breeze. Das ist dann wahrscheinlich der Name der Droge. Würde ich jetzt mal vermuten. Ach, vielleicht sollte ich denen einfach doch hier alle erlauben, ihre Drogen herzustellen. Ich muss ja dann hier nicht mehr leben. Ich kann ja dann woanders hingehen. Scheiß doch drauf. Sollen sie sich doch alle die Drogen reinpfeifen. Da geht's rein. Wer seid ihr denn? Hallo? Wieso habt ihr Fisch, wenn ihr dort einen riesen Fleischklumpen habt? Oder ist der schon verbrannt? Könnt ihr den nicht mehr essen? Und was ist das hier? Ist da Wein drin? Naja, lasst euch schmecken. Was? Das Tor ist verschlossen? Da hatte ich wohl Shangri-Tang-Bell? Ach, ich krieg das jetzt gerade nicht zusammen. Gefunden. Das ist aber genau dahinter. Also komme ich dann wahrscheinlich durch die Mission erst dahin. Das ist wahrscheinlich der allerletzte Eintrag. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg. Ich war hier schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Oh. Vorsichtshalber. Da hinten ist das. Weiter nach oben da. Vielleicht komme ich ja doch noch dahin. Na bitte. Aber dann habe ich das echt übersehen, als ich hier den Dingsbums aufgenommen habe. Erstes Geld nehmen. So, was hat uns der letzte Eintrag... Nee, immer noch nicht der letzte Eintrag zu sagen. Kartik 1988. Verflucht sei Pagan Min und seine ausländische Hure. Die Royal Army hat angefangen, kyratische Artefakte aus Tempeln und Privathäusern zu stehlen. Sie werden alle auf der Insel Yalendo gesammelt. Ich weiß nicht, was er mit den Artefakten vorhat, aber ich werde nicht zulassen, dass der Kalinak-Tanker in seine Hände fällt. So sehr es mich auch schmerzt, ich habe Dapan gebeten, ihn in Stücke zu teilen und im ganzen Land zu verstecken. Die Geschichte von Kalinak darf nicht an Yuma und ihresgleichen verloren gehen. Tanker war das. Shangri-La Tanker. So hießen die Dinger. Ja, ich habe sie jetzt alle wieder gesammelt. Es gibt also noch einen Tagebucheintrag. Ich kann also nochmal suchen und wenn ich ihn nicht finde, gehe ich in die Festung. Welches Glück werden wir wohl haben? Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass der letzte Eintrag sich bis zum Schluss noch versteckt. Weil der das Ganze vielleicht nochmal in ein anderes Licht wirft. Oh. Haben wir eigentlich überall schon nachgeguckt. Kann hier eigentlich nicht mehr sein. Aber hier, alles Poster.
Wer weiß, was das wieder für eine Belohnung geben würde, wenn ich die ganzen Poster sammeln würde. Wahrscheinlich kriege ich ein paar Uplay-Punkte. Wow. Das lohnt sich doch, oder? Und da oben. Unbekannter Ort. Was ist das für ein... Komm ich da hin? Da komme ich bestimmt noch hin. Ich denke mal nicht, dass ich da selber hin kann. Ah, Hauptsache, das habe ich nicht irgendwie verpasst, als ich eine Mission gemacht habe. Das wäre jetzt dumm. Probiere ich das? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht hoch kann. Ich probiere es mal. Was schadet's? So, wie komme ich da jetzt am besten hin? Das ist ein ziemlich weiter Weg. Ja, wie es aussieht, muss ich von hier da. Muss ich von hier hin. Das ist nicht das Gefängnis da oben. Das ist aber auch nicht der Himalaya, würde ich sagen. So. Haben wir hier vielleicht einen Gyrokopter? Nein. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Autofahrt vor uns. Können wir wieder hören, was der Radiosprecher uns Neues zu erzählen hat.